Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott allesamt miteinander. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist: Krieg ist scheiße. Ein paar Grundgedanken. Die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris, der Jeux Olympiques à Paris. Eine Eröffnungsfeier, die Skandalcharakter hatte. Eine Eröffnungsfeier, die in meinen Augen nur ein einziges Ziel und einen Sinn hat. Das ist die Ablenkung. Brot und Spiele, um uns Menschen von irgendetwas Essentiellem abzuhalten. Diese ganze Meute der Kriegsschreier. Wir müssen kriegstüchtig werden. Die Russen greifen an. Es gibt gleich oder bald oder demnächst einen dritten Weltkrieg. Wir müssen vorbereitet sein. All diese Menschen verfolgen in meinen Augen nur ein einziges Ziel. Und das ist, uns davon abzuhalten, zu uns selbst zu finden. Wir sollen dem Bösen frönen und das Gute in uns selbst verneinen. Man will verhindern, dass wir zu einer Art Eigenständigkeit zurückkehren. Man möchte, dass wir nicht die Stärken, die in uns lauern, entdecken. Man möchte nicht, dass wir uns der Liebe zuwenden. Ohne Liebe, Leute, geht es gar nicht. Frieden, das ist der Weg. Liebe und Frieden, die gehen so ineinander Hand in Hand. Und man möchte diesen Weg nicht beschreiten. Deswegen gibt es Ablenkungen dieser Art und Weise kriegstüchtig. Kriegswille. NATO. Ostflanke. Die Russen greifen an. Eröffnungsfeier. Dämonen. Satanisten. Mit denen man uns davon abhalten möchte, in uns das zu finden, wofür wir auf der Welt sind. Das ist ein sanftes Einfließen in ein bewusstes Leben mit anderen Menschen, in Solidarität, in Liebe geborgen, eingebettet in ein Umfeld, das, ich sagte es bereits, von Liebe geprägt ist, das von Frieden geprägt ist. All diese Dinge, die im Augenblick passieren, können nur einen Sinn und Zweck verfolgen. Das ist, uns von unserer Eigenständigkeit abzuhalten. Sie sollen verhindern, dass wir uns selbst verwirklichen können. Dass wir in uns reinhorchen. Dass wir erkennen, was die innere Stimme zu uns spricht. Und dass wir aus den Erkenntnissen dieser Stimme, wenn wir denn ganz genau zuhören, wenn wir denn auch diese Sprache sprechen, dass wir Menschen als Individualisten stark werden. Die Kraft eines jeden Menschen, das ist die Zuversicht. Die Kraft eines jeden Menschen, das ist ein herzliches Miteinander, das ist die Toleranz. Die Kraft eines jeden Menschen liegt darin, dass er Dinge sieht, dass er Dinge aufnimmt, sich seine eigene Meinung bildet, und seine eigene Meinung ungestört und unbekümmert von den Meinungen anderer nach außen trägt. Horcht doch mal in euch rein. Ist es wirklich das, was euch interessiert? Wenn ihr zum Beispiel an einem Zeitungsstand vorbeikommt und ihr seht die Bild-Zeitung oder die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung oder andere und da steht eben drauf, Titelseite, dass das und das Land ein anderes überfallen hat, dass es dort wieder ein Massaker gab, dass vielleicht die Russen in 10 Jahren über Europa herfahren werden, über das rechtliche Europa. Ist es das, was euch wirklich interessiert? Ich glaube nein. Ich glaube das ganz und gar nicht. Ich glaube eher, dass es für uns, ja auch für dich, viel mehr von Wichtigkeit ist, wie es dir selber geht, wie es in dir aussieht, wie es deinen Lieben geht, wie es deinen Kindern geht. Bist du schon mal einfach barfuß bei Regen
über eine vom Regen benässte Wiese gelaufen und hast dabei ein Lied geschmettert, hast gesungen, hast gelacht, hast getanzt? Hast du das schon mal gemacht? Ich weiß, du würdest es gern tun, aber du hast nicht den Mut dazu, weil die äußeren Umstände dich nicht dazu einladen, genau dies zu tun. Man würde dich für einen Spinner halten, obwohl du genau dem Ruf deines Herzens folgen würdest, indem du das tust, weil du Lust drauf hast. Aber die äußeren Umstände, diese Brot und Spiele, diese Jeu Olympique, diese Kriegstüchtigkeit, die soll uns davon abhalten, irgendwo in unsere Kraft zu kommen. In unsere weibliche und männliche Kraft. That's the point. Man will nicht, dass wir zur Liebe finden. Man will, dass wir im Terror bleiben. Man will, dass wir in der Angst leben. Ängstliche Menschen sind leichter zu führen. Die Ja-Sager und die Schafe, die lassen sich leicht führen. Die lassen sich leicht verführen. Zum Beispiel dazu verführen, Kriege zu machen. Ja? Man will mit diesen ganzen Brot und Spiele verhindern, dass wir als Menschen untereinander in Liebe solidarisch wirken können. Und dass wir sagen könnten, nein, das, was ihr macht, das wollen wir nicht. Wir wollen einen Weg in die Selbstverwirklichung, in die Selbstheilung, wenn es geht, in die eigene Meinung nach außen vertreten, ohne Angst, frei von Zensur. All diese Ablenkungen, Brot und Spiele, haben nur einen Zweck, zu verhindern, dass wir zu unseren ureigensten Kräften zurückfinden. Ja? Die ureigensten Kräfte, die können draußen liegen in der Natur. Sie können liegen in unserer Religion, die man gerade in bester Art und Weise in den Schmutz gezogen hat. All diese Ureigenschaften, die uns Menschen ausmachen, die liegen hier drin. Die liegen nicht mal hier im Verstand. Ich siedle sie eher hier an. Ich denke, dass wir Menschen ohne Liebe gar nichts sind. Dass wir ohne Liebe nicht leben könnten. Und dass man uns versucht, diese Liebe abzusprechen, auszureden. Auf die Gefahr hin, dass wir alle so werden wie diese Brot- und Spiele-Menschen, wie diese Brutalos in diesen Kriegen. Dass wir alle irgendwie auf irgendeine Art und Weise Soldaten werden. Soldaten, wie ich einer war, lange Zeit. Ich bin geläutert. Ich war dort, wo andere niemals hingehen. Man will mit diesem Brot und Spielen verhindern, dass wir ins Vertrauen kommen. Dass wir gebettet sind in einem Umfeld, das uns Freude macht. Man will verhindern, dass wir auf die Barrikaden gehen, dass wir hinter die Palisaden schauen oder hinter die Barrieren schauen, damit wir all diese unsägliche Langweiligkeit der bösen Menschen, nenne sie Satanisten, nicht sehen, dass wir das langweilige Leben der Globalisten nicht sehen, damit wir ihre Verzweiflung nicht mitbekommen. Man will verhindern, dass wir Licht am anderen Ende des Tunnels sehen. Und dieses Licht spricht von Wahrheit. Dieses Licht spricht vom wirklichen Leben. Von dem, was die Zeitungen, die Massenmedien, die Mainstream-Medien nie zeigen werden. Von einem glücklichen Leben. Von einer Solidarität. Von einem Miteinander. Von Toleranz. Von Liebe. Man will verhindern, dass wir in einen Zustand geraten oder kommen, der da lautet, ich liebe mich selbst. Denn nur wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Und wenn wir diesen Zustand niemals erreichen, können wir die anderen nicht lieben, weil wir uns nicht lieben. Was auf Deutsch heißt, es wird auf Erden niemals Frieden geben, weil die Liebe fehlt, weil wir mit uns nicht im Reinen sind, weil wir uns selbst verachten, weil wir Brot und Spiele frönen, anstatt in uns zu gehen. Anstatt zu erkennen, wer wir wirklich sind, sehen wir immer nur den Spiegel des Bösen. Den Spiegel eben dieser Menschen, die ich vorher schon benannt habe. Man möchte, dass wir vergessen, wer wir wirklich sind. Denn jeder von uns, du, ich, ihr, wir alle, jeder von uns ist anders. Aber man möchte, dass wir alle gleich sind, gleichgeschaltet, alle gleich funktionieren, wie Roboter. Man möchte lieber, dass unser Kopf in Flammen aufgeht, als dass man zusieht oder erlaubt,
wie unser Herz in Flammen aufgeht. Man möchte uns jegliche Art von Zuneigung absprechen. Das geht ja gar nicht. Nein, man sagt uns, wir müssen kämpfen, täglich. Wir müssen jeden Tag auf diese Arbeit gehen, die wir eigentlich gar nicht machen wollen. Wir müssen jeden Tag nachschauen auf unserem Bankkonto, ob noch genügend Geld da ist, die Schulden abzubezahlen, das Haus abzubezahlen. Ein Haus, das uns zum Sklaven des Systems macht. Wir müssen Obacht geben, dass uns der Nachbar nicht denunziert bei den anderen. Dass unser Nachbar nicht sagt, hey, ihr spielt nicht das Spiel. Ihr geht nicht den Weg, wie der Mainstream es vorschreibt. Ihr seid nicht politisch korrekt. Das könnt ihr gar nicht sein, weil ihr glücklich seid. Man sieht es euch an. Lauft doch mal durch deutsche Straßen. Schaut die Menschen zu. Schaut den Menschen an. Jeden Einzelnen, der an euch vorbeiläuft. Die meisten haben vergessen, happy zu sein, glücklich zu sein. Sie lachen nicht mehr. Ich sehe Hass. Ich sehe Neid. Ich sehe Unglück und Leid. Ich sehe eine Unzufriedenheit. Ich sehe einen Zustand, den ich beschreiben kann mit den Worten, ich bin nicht glücklich. Ich bin unvollendet, weil ich nicht weiß, was Glück ist. Weil ich nicht weiß, was ich im Leben wirklich möchte. Weil ich den Weg der anderen folge. Weil ich ein Allerweltsmensch bin. Man will verhindern, dass wir eigenständig uns früh erheben. Dass wir selbstständig, selbstdenkend unseren Tag gestalten. Und dass wir uns am Ende des Tages eine Meinung erarbeiten, im Stillen, zurückgezogen, mit einem Kaffee, no coffee, no working, auf einer Bank im Freien. Und dass wir darüber nachdenken, wer wir sind, was wir eigentlich selbst möchten, was dann total im Kontrast zu dem steht, was wir jeden Tag da draußen erlebt haben, was wir gesehen und gehört haben. Man will sogar verhindern, dass wir klar denken können. Klar denken. Dass wir unsere klaren Gedanken in Worte fassen. Und dass wir diese Worte zu Papier bringen. Oder nach außen lautstark verlauten. Man möchte uns einreden, dass wir nicht ohne das System existieren könnten. Das heißt, man nimmt uns die Eigenständigkeit. Und ja, man möchte uns einreden, dass es toll und schön ist, wenn der Staat für uns sorgt. Dann müssen wir das nicht tun. Man möchte uns so die Eigenständigkeit abschreiben, absprechen, weg damit in den Mülleimer. Wir brauchen das nicht. Der Staat ist da. Er sorgt für uns, im Guten wie im Bösen. Aber eins, liebe Freunde, sollten wir nie vergessen. In dem Augenblick, in dem wir das tun, was die anderen von uns wollen und fordern, sind wir nicht mehr am Leben. Wir leben nicht mehr. Wir vegetieren dahin. Wir leben in einer Brot- und Spiele-Ambiente, die weder dich noch mich, noch uns, allen, irgendwie zur Genüge gereichen kann. Wir werden unglücklich. Wir haben eine unglückliche Jugend. Wir leben unglücklich bis ins hohe Alter. Und wir werden unglücklich im Alter sterben. Weil wir genau das getan haben, was wir eigentlich niemals tun wollten. Das Leben der anderen führen. Und ich sage euch, das einzige Leben, das es wert ist, wirklich gelebt zu werden, das ist deins, das ist unseres. Das ist jeder sein Leben, so wie er es möchte. Auf dass die Dinge in seinem Leben sich so entwickeln, wie sie vom Naturell her geschaffen sind. Hauptsächlich in Richtung Liebe, Solidarität, Toleranz, Miteinander, ohne Kriege. Ohne Hass, ohne Neid, in voller Toleranz. Und jetzt komme ich nochmal zurück zu den Jeux Olympiques, zu den Olympischen Spielen bzw. zu der Eröffnungsfeier. Für mich war das ein Schock. Und ich erinnerte mich daran, als ich im Jahr 2008 in Jerusalem war, in der Grabeskirche Jesu. Ich habe den Ort besucht, an den die Menschheit damals unseren Herrn Jesus aufgebahrt hat. Ihr wisst schon, in der kleinen Felsengrotte. Ich bin hineingekrochen, auf allen Vieren, voller Demut. Und als ich drin war,
kam es mir vor, als hätte mich ein Finger berührt. Meine Seele, mein Herz, mein ganzes Ich. Ich hatte Gänsehaut, die Haare standen mir zu Berge. Und ich wusste, es gibt etwas Höheres, wie das, was ich bisher erlebte, was ich bisher erlebt hatte, was ich bisher erleben musste, was ich bisher erdulden musste. Es gibt irgendwo jemanden, der über mich wacht. Doch ich sage euch, Leute, jeder macht sein eigenes Schicksal. Es wird niemand kommen, der dich rettet. Nein, dazu gehört ein Stück weit Eigenverantwortung. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Jetzt überlasse diesen Step nicht den anderen Menschen. Lasse nie zu, dass das Äußere der anderen dein Inneres beeinflusst. Niemals, never, auf keine Art und Weise. Warte nicht. Lebe in deiner Eigenverantwortung. Lebe dein Leben auf dem Grabstein. Der einmal auf deinem Grab stehen wird, soll nicht stehen, ich lebte das Leben der anderen. Ich lebte mein Leben, weil ich nie ein Allerweltsmensch war, der Brot und Spiele highlightete. Nein, never. Auf dass ich sagen kann, dass ich dem Leben gerade ins Gesicht schaute, mit klarem Blick. Und dass ich am Ende meines Lebens sagen kann, das war mein Werk und nicht das Werk des Bösen. Nicht das Werk oder das Leben der anderen. Mein Werk, mein Leben. Ich habe es gelebt, wie ich möchte. Wie ich mich glücklich fühle. Und ich weiß jetzt im Augenblick, wo der Weg hinführen wird. Nicht in die Irre, nicht über Brot und Spiele, nicht über Hass und Gewalt und Intoleranz, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt mehrere Stationen in unserem Leben, die wichtig sind. Liebe, Toleranz, Zuversicht, Solidarität, Eigenständigkeit, Verwirklichung, Selbstverwirklichung, Eigeninitiative, Eigenkreativität. Das sind die Pfeiler, die du gehen musst, Bruder. Ihr alle, lebt nicht das Leben der anderen. Kommt in euer Vertrauen, kommt in eure Stärke. Und lasst euch nicht verblenden von all dem, was man uns serviert. Von all diesem Bösen, von all dieser Gewalt, von all diesem Hass, der im Augenblick die Welt regiert. Liebe Leute, das war's für heute. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist Scheiße. Ich wünsche euch Schutz, Sicherheit und Frieden. Ich wünsche euch Gesundheit. Ich wünsche euch ein Stück weit Gerechtigkeit. Und ich wünsche mir von euch, dass ihr euren eigenen Weg findet. Einen Weg, den nur ihr alleine auf eurem Weg gehen könnt. Natürlich dürft ihr Begleiter dabei haben, aber ihr bestimmt, wo die Reise hingeht und nicht die anderen. That's the point. Ich melde mich ab. Amitié Legionär. Danke fürs Zuhören, euer Thomas Gast. Tschüss und Servus, bye bye.